Herr Forchheim, beim Thema Kicks und Therapie der IT fällt besonders auf, dass Sie das Stichwort vom Helpdesk zum Servicedesk betonen. Was ist eigentlich der Nutzen dabei und was ist die wichtigste Auswirkung? Die wichtigste Auswirkung bzw. der Nutzen, der dadurch entsteht, vorher hat man quasi eine Betrachtung rein auf den Störung, Beseitigung, also im wirklichen Sinne ein Helpdesk in dem Atemzug. Der Servicedesk geht aber viel, viel weiter. Das heißt, nicht nur bei Störungen, sondern Veränderungen, Anpassungen, einen wirklichen Service und damit sozusagen den Kunden in die Mitte zu setzen. Wie sieht denn hierbei die Akzeptanz der Mitarbeiter und der User aus? Als erstes natürlich die Sicht sozusagen der internen Mitarbeiter. Dort ist natürlich wichtig, sowohl jeden mitzunehmen. Natürlich ist das immer eine Änderung, sowohl prozessual, aber auch im Umgang, Kommunikation, Wirkung auch nach außen mit allen drum und dran. Das ist ein Prozess, wo man immer wieder nachsteuern muss, auch immer wieder schauen muss mit den Kollegen, ich sag mal, nicht negativ ins Benehmen zu gehen, aber doch, sag mal, zu steuern. Für die User wirkt es natürlich sofort überraschend, weil plötzlich eine IT serviceorientiert ist, statt sozusagen nur zu sagen, naja, ich kümmere mich um dein Problem mal irgendwann oder ich schau mal. Es ist eine andere Wirkung nach außen, ganz klar, was das Thema ist. Ich kann mir vorstellen, dass auch für das Management eine neue Sicht der Dinge ist. Wie sieht die Unterstützung vom Management bei diesem Projekt aus? Wie immer zweigeteilt, wie man das Ganze betrachtet. Auf der einen Seite haben wir den Vorteil gehabt, dass wir diese Tools sozusagen, weil sie Open Source sind, natürlich nicht großartig finanzieren mussten. Das war natürlich sozusagen das Schöne für das Management zu sagen, ja, die Tools werden natürlich umgesetzt, es kostet ja nichts, sage ich mal in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite braucht man natürlich die Zeit zum Umsetzen. Das heißt, am Ende muss natürlich eine Geschäftsführung dahinter stehen, auch bei dem Projekt. Und das hat sie auch getan und tut sie auch. Der größte Erfolg des Ganzen ist natürlich, dass wir es nicht nur in der IT einsetzen, sondern mittlerweile sowohl für die Haustechnik, für die Medizintechnik, aber auch für Reinigungsbereiche. Und das zeigt, sage ich mal, das ist am Ende eine Entscheidung ganz klar seitens der Geschäftsführung. Wie geht's denn weiter? Weiter geht es in dem Atemzug, dass wir natürlich schauen, welche Prozesse können wir damit noch weiter abdecken. Da, wo wir gerade aktuell sind, ist noch die Frage nach Benutzerprozessen. Also wir schauen gerade, wie können wir vielleicht sozusagen Änderungen sozusagen in dem Sinne des Users, mehr Rollen, weniger Rollen, Veränderungen auch in dem Kontext, wie können wir das in dem Ticketsystem noch besser unterstützen. Aber auch dahingehend, wo können wir noch Informationen anzapfen, um sowohl Änderungen der Hardwareumgebung, aber auch sozusagen auch Umzüge. Ist ja auch was Alltägliches in Anführungsstrichen mittlerweile, sei es durch Baumaßnahmen, sei es durch Evakuierung und sonstiges, auch noch besser abzubilden. Also es gibt viel noch zu tun, was diese Prozesswelten angeht. Na, viel Erfolg dabei, Herr Forchheim.